So Leute, ich bin's MC Arschel und ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass dieser Part, der ist ja für den 16.07. zu spät kommt. Wir haben es gerade noch am 16.07. 23.05 Uhr. Ich konnte erst jetzt aufnehmen. Ich habe gerade eben das andere Video aufgenommen für den 15.07. Und ja, tut mir leid. Und da ich das hier gleich im Anschluss aufnehme, habe ich auch keine Kommentare aufs vorherige Video gesehen. Und ja, ich werde es mit MC Arschel, muss ich gucken, also ob ich das jetzt in einem Part mache. Ich muss jetzt gucken, wie viele Parts ich aus, was ich jetzt vorhabe, noch rauskriege. Und ich würde sagen, in dem Part bauen wir erstmal was. Und zwar fangen wir hier an mit einem... Ich hätte es machen können, ich habe gesagt, dass ich es offscreen mache, aber ihr wisst ja jetzt, dass ich das leider nicht machen kann. Ich muss jetzt irgendwie an Parts kommen, weil ich ja Samstag in Urlaub fahre und deswegen mache ich das Ganze. So, wir bauen in diesem Part hier ein Schiff, was um unsere Rakete auffüllen soll. Das hatte ich ja gerade erklärt, dass ich das eigentlich im Offscreen machen wollte, aber ich muss jetzt irgendwie an Parts kommen, deswegen mache ich alles, was möglich ist, um daran zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel war da. Ich denke mal, so ein Tank, der wird da reichen. Denke ich mal. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich denke auch mal... Na, ich weiß nicht. Was ist, wenn ich da jetzt so ein Ding anschließe? Naja, eventuell müssen wir halt mehrfach auffüllen. Ich werde dann im nächsten Part halt einfach einmal andocken, vom Start bis andocken. Und das andere, das werde ich dann offscreen machen. Oder halt, werde ich dann so zeigen. Das heißt, ich werde dann das Schiff hochfliegen, ohne dass ihr das seht. Also nach dem ersten Mal, wo wir es komplett gesehen haben. Und werde dann immer nur das Andocken zeigen, wie ich das Ding auffülle. Ich bin ja auch gerade am Überlegen, was hat denn das Ding für States? 390 und 200. Weil diese Dinger... Wenn ich das Ganze nämlich hier an so einen Tank anbringe, oder so einen Tank, die verbrauchen sehr, sehr wenig und schaffen den aber sehr, sehr weit zu fliegen. So, ich denke, das machen wir. Wir machen den ab. Es muss ja nicht schnell funktionieren, das Ganze. So, vier Stück. Damit sollten wir bis hinkommen. Dann kommt jetzt... die Kappler rein. Hier haben wir alles zum Docken, genau, das passt. Strom, 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 dann sitzen wir im Dunkeln. Können wir auch hier machen, denn es ist ja noch nicht über die Größe des Dockingports, das heißt, es passt noch. Was machen wir jetzt? Ja, könnte man eine Stage machen, ich werde es mal nicht machen. Jetzt kommt die Hilfsstage, sage ich mal. Die, falls das Ganze noch nicht im Orbit sein sollte, die das in den Orbit schafft. Und jetzt kommt noch, halt, die sind dabei Struktur, die dämlichen Dinger. Jetzt verschieben wir das Ganze mal etwas nach oben. Achso, das Ding hat ja noch gar keinen Namen. Ist der MC... Ship. Hoffentlich habe ich das noch nicht gehabt. Wenn nicht, habe ich es überschrieben. Und... hier unten kommt jetzt die große... Also ich baue das hier mal jetzt ein bisschen anders als sonst. Da kommt das hier ran.
Yep, da will gerade. Ich muss mal kurz Fraps neu starten, es spinnt gerade ein bisschen rum, bis gleich. So, und weiter geht's. Das war gerade mein Festnetz. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. So, ein Stück weiter drunten. Drunter? Das Ding. Und ich denke mal. Psch, Telefon, Ruhe da oben. Die Stage, die können wir ersetzen. Und zwar kommen erstmal hier die Dinger hin. Und dann kommen. Hier. Also wir ersetzen sie jetzt nur durch etwas, keine Ahnung, effektiveres. Oder was auch immer, das wäre doof, weil dann diese dranbleiben würden. Sondern. Wo sind sie? Wo sind sie? Hydraulik sind zu schwer. Was ist die Couple Force? 260, 250. Maximal Impact 8. 8. Gewicht 0005. 00. Nehmen wir die. So, zack. Wir bauen das nämlich jetzt mal ein bisschen anders. Ich könnte zwar hier mein anderes Raketendesign auch verwenden, dass ich hier drüber noch so eine Stage mache, aber dann kann ich das Ding ja sonst wohin schießen. Vier davon, das sollte eigentlich reichen. Sollte. Die Kappeln, das kann ich auch die Kappeln, jetzt muss ich nur gucken. Und zwar, diese eine Engine, die kommt da unten mit hin. Dann, das absprengen wir dämlich. Halt, ich will die da oben haben. Und hier kommt das so rein. Und, ja, jetzt kommt nur noch Struktur. Dann hoffe ich mal, dass die Zeit um ist. Denn erstens für euch. Gut, der Part wird zwar heute nicht mehr rauskommen. Der wird morgen früh rauskommen, aber ich muss ja für morgen auch noch einen Part aufnehmen. Und ja. Dann muss ich mir noch. Gut, in dem Fall jetzt nicht überlegen, was wir danach machen, weil wir danach das halt mit dem Schiff dahin fliegen. Aber ich muss dann noch ein bisschen überlegen, was ich mache, wenn ich im Urlaub bin. Also, was ich dafür aufnehme oder ob es eventuell auch mal ohne geht, aber das will ich eigentlich vermeiden. Wir werden sehen. Wir werden schon sehen. So, dann hoffe ich immer noch bald, dass Ende diesen Monats soll, so hab ich's gehört, Take on Mars rauskommen. Davon wollte ich auch eine Art Let's Test machen, hatte ich ja schon angekündigt. Und ja. So, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Also diese... Aha! Tauschen. Das wäre ja ein Fehler geworden. So, diese fünf Engines gehen an. Schießen uns hoch. Wenn die Tanks leer sind, absprengen. Und diese an. Danach diese absprengen. Und diese vier an. Sollte passen. Sollte. Dann werden wir nochmal ein bisschen... Struktur habe ich genannt, jo. Da an den Engines ran, damit die auch ja stabil bleiben. Dann werden wir, die sind da am Tank, gut, aber die sollen auch an diesem Tank stabil bleiben. So, zack, zack. Ja. Ich denke mal, so kann das durchgehen. Wenn wir dann das hier abgesprengt haben, haben wir nur noch die Stage. Die sollte sich auch eigentlich einfach kontrollieren lassen. Ja, genau, ich mache sie hier auf die Dinger auf. Ja, Fächer. Schön bekloppt, denn das könnte eventuell kaputt gehen. SS hatte ich drin, gut. Das wollte ich eigentlich gerade nachgucken, aber... Ja, genau. Halt, gehst du.
Genau. Puh, schwer. Schwer, schwer, schwer. So, wir werden Folgendes machen, um mal ein bisschen Action denn mit reinzubringen, wenn wir die nicht einfach da oben vergammeln lassen. Die, wenn wir die absprengen. Also wir werden mal gucken, wie weit wir denn damit gekommen sind. Wenn nicht, werden wir die beenden, ansonsten kriegen die hier Pots. Damit man die eventuell gegeneinander fliegen lassen kann. Oder halt deorbiten kann. Je nachdem, was man gerade... was man gerade Bock hat. So, das sollte eigentlich reichen. Sollte reichen. Wir könnten die Dinger ja unerdockbar machen, dann können die irgendwo anders angedockt werden, aber egal. Egal, egal, egal. So, hier Energiespeicher. Eigentlich brauche ich den nicht. Ich produziere Energie. Vorsichtshalber. Vier davon anbauen. Ist meine Stimme gerade abgehauen? Brauchen wir... jetzt haut sie wieder ab. Docking, Licht. Licht, 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 Licht. Hier, Utilities. Zack. So, leicht schräg nach innen geklappt, aber nur leicht. Sodass wir dann auch unser Ziel anvisieren können. Ansonsten... ist das Ding unbemannt, das passt. Ja, sonst sollte eigentlich alles passen. Und ich werde mal nachgucken, wie es mit unserem... mit unserer Zeit ausschaut. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind noch leicht unterhalb, aber das, ich glaube 2 Minuten irgendwas oder 3 Minuten, aber die kriege ich locker mit meiner Verabschiedung hin. Ich könnte ja nochmal nachgucken, ob ich hier vielleicht irgendwie irgendwo irgendwas ändern kann oder verbessern kann. Aber ich denke mal nicht, dass ich irgendwas verbessern könnte. Und ihr könnt mir dann nochmal ein anderes Projekt schreiben, außer mein jetziges, was ich jetzt habe, was ich vielleicht auch machen kann. Denn ihr wisst es ja, oder wer meine letzte Folge gesehen hat, oder auch diese, ich sag's nochmal, ich bin ab Samstag im Urlaub. Ich kann dann nicht garantieren, ich weiß selber noch nicht, wie lange ich im Urlaub bin, muss ich mal nachgucken. Und ja, ob denn da in der Zeit auch Videos kommen, kann ich euch jetzt noch nicht garantieren. Es kommt drauf an, wie lange. Eine Woche kriege ich vielleicht überbrückt. Aber ich bräuchte trotzdem Hilfe. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich eine Woche vorarbeiten musste. Das war grausam. Weil ich habe einfach nicht so viele Ideen. Und wenn, sind sie über Tage verteilt und nicht an einem Tag. Weil ich 7 Ideen, das bin ich nicht. Also nicht im Spiel. In, ja. Und da wäre es nett, wenn ihr mir noch ein paar Ideen schreiben könnt, was ich machen kann. Ich kann ja mal kurz zeigen, was wir noch alles im Orbit haben. Erst und dann zeige ich euch jetzt das mal. Und zwar haben wir hier außer ganz viel Müll, was wir gleich sehen. Den muss ich auch mal entfernen. Oh, ist gar nicht so viel, zweimal. Gut, dann habe ich den größten Teil schon entfernt. Wir haben zum Beispiel noch unsere Minmus-Station. Da werde ich jetzt nicht hingehen, weil sonst stürzt mir Fraps ab. Dann die Bruchlandung, die bleibt auch. Dann haben wir hier noch... na, zoom mal raus, ja. Gut, damit können wir, glaube ich, nichts machen. Obwohl, es hat noch ein Command Center, das heißt, man könnte es eventuell auffüllen. Das hat ja ein Docking Port. Und damit irgendwas anderes machen, könnte man machen. Duna-Landung, Duna... ach, die Flagge, das ist die Flagge. Deswegen steht da auch Ad, das Punkt, Punkt, Punkt. Duna Refuel Station, damit haben wir ja, machen schon was mit der Eve-Station, genau. Da könnte man eventuell noch was andocken, wenn er wollt. Oder irgendwo anders eine Station, um... da haben wir, glaube ich, eine. Haben wir nicht um Duna eine Station gelassen? Keine Ahnung.
Ja. Wir haben Duna Fuel Station, damit kann man eventuell auch was machen. Dann haben wir die Fuel-Rakete, die umkreist ja hier die. Hä, was ist denn mit der kaputt? Die hat keinen Orbit mehr um Dings. Was ist denn mit denen kaputt? So Leute, ich muss mich kurz mal dafür entschuldigen. Und zwar, ihr habt ja gesehen, dass dieser keinen Orbit um Moho hatte. Das lag daran, ich habe die ganze Zeit, nachdem wir hier dies um Moho geschafft haben, im falschen Safe Game weitergespielt habe. Oder das Ding kopiert habe, zum Glück. Deswegen mache ich auch jedes Kopie. Aber ich habe dann die eigentlichen Let's Play Ordner irgendwie gelöscht und habe dann die Kopie dahin geschoben. Somit hatte ich keinen stabilen Orbit mehr um Moho. Ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass es der war, den wir im Let's Play gemacht haben. Aber ich denke mal, sieht so aus. Falls nicht, wenigstens habe ich einen Save davon. Es kann sein, dass ich den im Let's Play gemacht habe. Ich hoffe es sogar. Und ja, wie ihr seht, ich habe jetzt den richtigen Save geladen. Der hat stabilen Orbit um Moho. Den Refueler. Das Ship werde ich nochmal offscreen hochschießen. Genauso wie mein MC. Wo habe ich da... Ob ich da die gleichen Orbits treffe oder nicht. Da war gerade Fraps abgeschmiert, deswegen, falls ich das so komisch angehört habe. So, die werde ich nochmal hochschießen und dann werden wir im nächsten Part da weitermachen, wo wir in diesem Part aufgehört haben, nämlich oder mit den letzten beiden Parts aufgehört haben. Wir haben dann einen, oder mit den letzten, keine Ahnung wie viel Parts, wir haben dann einen Refueler hier oben, den wir befüllen müssen. Wir haben meinen MC in einem Orbit. Und wir haben den Refuel-Ship gebaut, was wir diesen Part gemacht haben. Deswegen, es tut mir leid, dass da das, aber ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Es ist alles seine Richtigkeit jetzt, also es hat alles seine Richtigkeit. Nur, dass ich die drei Teile nochmal machen muss. Deswegen habe ich hier auch so viel Müll. Es ist mir nämlich eingefallen, dass ich da so viel Müll hatte. Naja. Dann hoffe ich mal, dass euch dieser Part gefallen hat, auch wenn der letztendere Teil wieder Fraps abgeschmiert, dass der letztere Teil vielleicht für euch ein bisschen enttäuschend ist, den jetzt hier, aber wie gesagt, ich werde das alles machen und dann werden wir das im nächsten Part weitermachen. Ja, bis dahin habe ich alles gesagt, sonst das Video mache ich nicht mal nochmal neu. Ich hatte schon überlegt, aber ich sage das jetzt so, wie es ist und dann mache ich das einfach und fertig. Und ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht und macht und auf Wiedersehen. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer MC Arsch. Ciao.